Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit. Motorola hat hier in Berlin auf der IFA, wie man sieht, ordentlich aufgetischt. Das ist der Wahnsinn. Es gibt neues Moto G, es gibt neues Moto X und es gibt natürlich die Moto 360. Das sehen wir uns jetzt alles mal ein bisschen näher an. Ich gehe mal hier von links nach rechts und starte mit, ja, das heißt tatsächlich so, dem neuen Moto G. Es wird vornehmlich diese schwarze Version in Deutschland geben, online aber auch durchaus die weiße. Das ist diese hier hinten. Und wir sprechen jetzt über ein 5-Zoll-Display. Vorher war es ja 4,5, also schon eine ordentliche Hausnummer, jetzt größer geworden. 720p, also 720 mal 1280 Pixel. Wir haben 8 GB internen Speicher. Und da können wir ja gleich dann auch mal hier einen Blick unter die Haube werfen, denn da haben wir nämlich die Besonderheit Dual SIM. Also hier habe ich die beiden ganz normal Micro-SIM-Karten. Beide übrigens UMTS-fähig auch. LTE beherrscht das Gerät nicht. Kann man, glaube ich, aber jetzt auch nicht zwingend erwarten. 199 Euro die unverbindliche Preisempfehlung. Und hier oben haben wir halt, darauf wollte ich zu sprechen kommen, die Micro-SD-Karte. Die wird offiziell mit bis zu 32 GB unterstützt. Aber erfahrungsgemäß, so war es beim Vorgänger, wird hier bestimmt auch wieder der Fall sein, laufen da auch durchaus größere Karten drin. Das ist halt dann nur nicht offiziell garantiert. 8 GB sind intern wieder verbaut, von denen dann netto wahrscheinlich wieder so 4 GB frei sein werden. Das ist, naja, das kennen wir ja, das Spiel. Und wie man gesehen hat, der Akku ist auch wieder fest verbaut. Positiv ist mir aufgefallen, wir haben jetzt hier Stereo-Frontlautsprecher, also da dürfte ordentlich Rums da drauf sein, also dass man jetzt wirklich auch ein gutes Stereo-Erlebnis vorne hat und einen guten Sound. Was man auch noch wissen sollte, ist, dass man dieses Gerät jetzt nicht über den Moto Maker bestellen kann. Das heißt, das waren ja diese Geschichten, das ist hier dem Moto X vorbehalten, da gehe ich gleich natürlich noch mal näher drauf ein, dass man das Gerät individuell bestellen und konfigurieren kann. Stattdessen wird hier beim Moto G, wird wieder hier auf diese verschiedenen Hüllen gesetzt. Da kann man dann auch nachträglich sich halt was bestellen, was anderes hier hinten draufknallen und soll verfügbar sein. Im Prinzip ab sofort, wie gesagt, 199 Euro. Dann kommen wir zum Moto X. Das ist ja sozusagen das Flaggschiff und so sieht es auch aus, wie ich finde. Und das sind jetzt Sachen aus Echtholz beispielsweise. Aber man sieht hier tatsächlich eine Maserung. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Plastikfurnier, was so aussieht. Oder das hier beispielsweise auch echtes Leder. Das, also man riecht es förmlich. Also das ist tatsächlich jetzt eine ganz andere Variante. Hier haben wir drüben noch was, ein paar Sachen, die so auch aus dem Motomaker sein könnten. Also wo ich wirklich jetzt die einzelnen Elemente und den Rahmen und die Rückseite alles konfigurieren kann, sind dann ein bisschen andere Preise. Also im freien Handel wird das Moto X 499 Euro kosten, im Moto Maker, also mit der individuellen Konfigurierung, 529 Euro mit 16 GB internem Speicher. Nur im Moto Maker wird es geben den 32 GB Version, die kostet dann 579 Euro. Ja, und bevor ich es einschalte, können wir hier auch gleich schon mal die erste Funktionalität nochmal zeigen, denn wir haben jetzt hier 4 Sensoren, also da gibt es alle möglichen Gestensteuerungen, Wischgesten, was weiß ich, kann ich jetzt hier alles nicht zeigen, das sehen wir uns dann näher an, wenn wir das Gerät auf dem Tisch liegen haben, das Finale, dann können wir uns tatsächlich das da auch mal näher noch anschauen von der Steuerung her. Hier jetzt an dieser Stelle nur kurz angedeutet, auch diese Sprachsteuerung, die wir auch schon beim ersten Moto X hatten, die wurde jetzt nochmal kräftig aufgebohrt, dass man jetzt beispielsweise Facebook und WhatsApp, YouTube und so weiter auch ganze Posts diktieren kann. Das Gerät soll beispielsweise auch unterscheiden können, ob es im Auto ist, ob es im eigenen Auto ist, in einem anderen Auto ist. Also das lernt permanent und weiß dann dementsprechend, was es wie wo anzeigen, signalisieren soll, ob es gleich was vorlesen soll und so weiter. Aber kurz jetzt zum Eingemachten. Also wir haben hier außen drumherum Metallrahmen. Extrem stark gewölbt, wie man hier sehen kann. Dadurch liegt das Ding natürlich richtig gut in der Hand. 144 Gramm ist jetzt auch nicht allzu schwer, aber es ist was Wertiges. Also es gefällt mir haptisch ausgesprochen gut. Zumal wir haben hier am Rand 3,8 mm, an der dicksten Stelle hier 9,9 mm. Bei übrigens, wenn wir schon mal bei den Maßen sind, 72 mal 141 mm. Also wie gesagt, es ist schon was, aber trotzdem liegt es sehr gefällig in der Hand. Also da kann man absolut nicht meckern. Das Display ist wieder AMOLED, deswegen diese extrem hervorragenden Kontraste. Das heißt also, die Pixel werden nicht von hinten beleuchtet, sondern leuchten selbst. Normalerweise beim schwarzen Hintergrund hier im Menü, also das britzelt richtig. Also eine bessere Kontraste bekommt man eigentlich gar nicht mehr hin heutzutage.
5,2 Zoll Full HD, also von 4,7 Zoll beim alten mit 720p. Das heißt, es ist nicht nur größer geworden, sondern auch die Pixeldichte ist höher geworden. Das heißt, die Schärfe hat nochmal ordentlich zugelegt. Ich hoffe, man kann das jetzt hier an diesen wirklich nicht allzu großen Schriften im Menü beispielsweise gut erkennen. Richtig schön scharf. Ja, was kann man sonst noch sagen? Es ist ein Quad-Core-Prozessor, der Snapdragon 801, also vier Kerne, 2,5 GHz, 13-Megapixel-Kamera. Video ist jetzt übrigens auch in 4K, heißt in vierfachem Full HD. Und also das hier ist nur das Logo, da ist keine Funktionalität hinter, aber hier hinter diesem Ring, ich hoffe, man kann das so einigermaßen hier erkennen im Video, da sitzen links und rechts zwei weiße LEDs. Aber diese Konstruktion gewährleistet, dass sich das Licht so halbwegs gleichmäßig da verteilt, so ein bisschen ringförmig um die Linse rum, also eine gleichmäßigere Ausleuchtung ermöglicht, also beispielsweise bei Gesichtern oder sowas kann ich mir das gut vorstellen. Das müssen wir natürlich uns im Test alles nochmal näher ansehen, aber im Ansatz bestimmt eine feine Sache. Es ist, das kann man sich allerdings bei dieser Bauweise hier denken, da kommt man jetzt nicht ran, den Akkudeckel kann man nicht abnehmen, Akku ist also wieder fest eingebaut, übrigens 2300 mAh an der Stelle. Ja, und was die Ausstattung betrifft, kann man absolut nicht meckern, da kann man sagen, alles, also LTE, Dual-Cell HSPA und so weiter. Soll ab Anfang Oktober verfügbar sein, auch in Deutschland, wie gesagt, ab 499 Euro. Und wie man gesehen hat, auch das vielleicht nochmal kurz als Besonderheit, es ist wirklich das native Android, also unverändert, so wie es kommt, also als ob man ein Nexus-Gerät mehr oder weniger hätte. Und da sollen auch weiterhin die Updates entsprechend zügig kommen, wie das bisher der Fall war. Sprich, auch die nächste Android-Version L oder wie sie auch immer heißen mag, wird auch hier auf dieses Gerät draufkommen. Momentan ist es KitKat, also 4.4, die aktuellste Version. So, und jetzt kommen wir noch zu meinem kleinen Liebling hier drüben. Das finde ich ja wirklich schick, dass man das auch jetzt endlich mal zeigen kann. Bisher hatten wir es ja nur auf Fotos gesehen. Das ist die Moto 360. Hier hinten übrigens die Ladestation. Also da kommt das dann irgendwie nachts so auf den Schreibtisch. Da wird es geladen und zeigt dann auch dezent gleich die Uhrzeit mit an. Ja, und das Besondere ist halt im Gegensatz zu anderen Smartwatches bisher, dass es halt wirklich aussieht wie eine echte Uhr. Jetzt mag man denken, oh hoppla, das ist ja ein richtiger Brummer hier mit 11 mm. Habe ich zunächst auch gedacht, muss ich zugeben. Aber wenn ich daneben jetzt mal meine Uhr, achtet jetzt einfach mal nicht auf die Marke oder sonst was, daneben lege. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen erkennen. Also meine ist tatsächlich noch ein Hauch dicker. Von daher, es ist also wirklich ein ganz normales Uhrenmaß heutzutage, muss man wirklich sagen, zumindest bei den Herren. Von daher ist das sozusagen die erste, die man auch wirklich als ganz normale Uhr tragen kann, ohne dass es jetzt auffallen würde. Android Wear, das heißt, es ist gekoppelt mit entsprechenden Smartphones. Ich kann jetzt hier nicht alles demonstrieren, deswegen nur mal ganz kurz so einen Überblick, dass man hier beispielsweise selbstverständlich auch verschiedene Designs wechseln kann. Nehmen wir das jetzt mal. Hier unten übrigens, warum das so schwarz bleibt, da verbergen sich Sensoren hinter, beispielsweise Lichtsensor, der halt die Displayhelligkeit entsprechend anpasst. Und hier mit diesen Karten, das ist letztlich das, was man von Google Now her kennt, dass man hier so durchscrollen kann durch die Karten. Manchmal verbirgt sich dann dahinter auch noch, verbergen sich dann noch weitere Details. Hier beim Wetter beispielsweise, da genau. Also da kann man durchscrollen, ist halt Touchscreen. Nicht AMOLED übrigens, sondern ich sag mal normales LCD. Trotzdem sind die Kontraste einfach eine Wucht. Also ich hoffe, man kann das auch hier im Video so erkennen. Ich weiß nicht, was da jetzt so ist. Es heißt halt mit Hintergrundbeleuchtung. Trotzdem so ein super brillantes LCD habe ich wirklich noch nicht gesehen. 1,5 Zoll übrigens, 320 x 290 Pixel. Relativ hohe Auflösung, 205 ppi. Also wie man sieht, auch sehr angenehm scharf. Und ich kann vor allen Dingen auch über die Sprachsteuerung letztlich alles machen, was ich auch mit meinem Google Now machen könnte. Also ich könnte jetzt sagen, okay Google, wie wird morgen das Wetter? Jetzt beispielsweise. Zack, bumm. Also wie gesagt, alles, was ihr kennt von Google Now, kann man hier auch über die Sprachsteuerung machen. Theoretisch sogar bis hin zum Diktieren von ganzen SMS. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Öffentlichkeit machen würde, aber man könnte. So, auch das gute Stück soll bereits ab Anfang Oktober, sprich ab 6. Oktober verfügbar sein. Unverbindliche Preisempfehlung 249 Euro. So, und damit kommt das jetzt wieder hier auf den Nachttisch, ab in die Wiege. Das also als erster Eindruck der Motorola-Neuheiten hier von der IFA in Berlin. Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit.